Ey, aufwachen! Du hast jetzt drei Folgen hintereinander geguckt. Die nächste Folge ist gerade angesprungen, automatisch. Aufwachen! Ich bin mal gespannt, wer wirklich jetzt drei Folgen hintereinander hier davor geguckt hat. Würde mich mal interessieren. So, damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Elex. Naja, kleiner Spaß muss sein. So, okay. Wir sind wieder zurück mit natürlich mit Jax und mit der Kaya. Jo, die werden wir noch heiraten. Jo, deswegen nehmen wir sie mit. Jo. Wir brauchen ja jemand, der für uns denkt hier. Also wirklich, das. Jo, also, okay. Wo waren wir jetzt denn zuletzt Geh stehen mit deinem geblieben? Taktzeug woanders Halt rum. deine Fresse, Mann, sonst gibt's mal auf die Ohren. So, wir haben 21 Attributspunkte. So, wir könnten natürlich hier Intelligenz steigern auf und hier dann unsere Magie. Guck mal hier. Magie. So, da gibt es aber genug andere Sachen, die wir vorher steigern müssen. Zum Beispiel hier. Hier, warte mal. Mana. Dafür brauchen wir, warte mal, 1, 3. Dafür brauchen wir auch Intelligenz. Nee, Quatsch. Die Gerissenheit brauchen wir hier. Magie. So, Intelligenz 1, Gerissenheit. Ja. Naja, wir müssten erstmal die Rüstung hier aufpowern. Damit der andere Rest ja auch einen Sinn ergibt. Also, das ist immer so eine verdammte Sache. Bruch, Lederhaut. So, warte mal. Geistgestalt, was ist denn das? Erlaubt den. Jawohl, danke. Die Wahrnehmung deiner Gegner wird halbiert. Klingt natürlich auch wunderbar, aber. Nee, warte, warte, warte. Gerissenheit. Was haben wir? Intelligenz haben wir am weitesten unten. Wie weit würden wir hier hochkommen? Ja, das ist jetzt die Frage. Wenn wir jetzt hier die Intelligenz hoch machen, damit wir unsere Magie steigern, dann müssten wir aber auch wieder. Das ist doch, was wir jetzt machen. Wir machen das jetzt einfach hier, komm. So. Scheiß drauf. So, wie rum nun ist eigentlich fast schon egal, würde ich sagen. Ich meine, in den ganzen Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, habe ich das Ausweichen so mehr oder weniger verinnerlicht. So, so, wir haben doch jetzt auch das Richtige gemacht hier, oder? Gerissenheit, genau. So. Das steigern wir jetzt mindestens, werden wir jetzt noch einmal die Magie auf die 3 hier steigern. Das heißt es auf die 1000 Kröten. So. Wir müssen ja sowieso Elex sammeln ohne Ende. So. Wir gucken mal, was wir hier an der Werkbank noch an Tränken bauen können. So, was haben wir hier? Adjutator. Ne, habe ich. Starker Energiespeicher. Was haben wir hier? Tränke. Kleiner Elex-Trank. Stillt dein Verlangen nach Elex. Ja, das Problem ist nur, ich weiß noch nicht so ganz, das habe ich noch nie begriffen, was mir das bringt. Jo. Mächtiger Heiltrank. Heilt. Ja. Großer Heiltrank. Heiltrank. Was brauche ich dafür? Was habe ich dafür? Wein. Wieder fehlt mir der Alkohol. Ich werd bekloppt. Jo, ein kleiner Heiltrank, ja, ist ja alles ganz gut und schön, aber naja, ich weiß nicht. Was haben wir hier oben eigentlich? Nee, Heiltrank, großer Mana-Trank. Mana-Trank, wie viele Mana-Tränke haben wir eigentlich noch? Ach, verdammte Scheiße. Wir müssten kleine Heiltränke oder Wein einkaufen. Wir müssten Wein finden. Wo finden wir denn Wein? Wir gehen aber gleich noch hier irgendwo pennen. Bevor wir hier losziehen. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier. Was haben wir jetzt? Wir gehen mal kurz auf die Quests hier hinten. So, Ignaton. Das war das hier. Der will Eintrittsgeld haben da vorne. So, ist mir gerade mal gerade egal. So, das ein Edan. Was haben wir hier noch? Spurensuche. Jetzt mal, wenn ich hier anfange, läuft die Rotze. Hakon möchte, dass ich mich auf die Suche nach ein paar versprengten Alps begebe. Alps kriegen wir ja inzwischen auch platt. So, sie haben einen seiner Trupps überfallen und der will, dass sie verschwinden. So, der Weg des Erzberserkers brauchen wir uns erstmal nicht kümmern.
So, wir bis zur Stufe 25. Jo, da würde ich mal sagen, da kümmern wir uns erstmal um die Spurensuche. Dann machen wir erstmal wieder ein Lager fertig hier. So, dann gehen wir nach Tavar in die Wüste, machen die Sachen hier fertig. So, kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte und vielleicht ein bisschen Kröten hier. So, Gefährten, so eine Handvoll Splitter. Ich denke mal, diese ganzen Sachen hier, das könnten wir vielleicht noch machen. Aber die weiterführende Quest hier, das kann ich euch schon sagen, das ist ein bisschen härter. So, weiß ich nicht, ob ich dem schon gewachsen bin. Die anderen Sachen, ich denke mal, die werden dann im nächsten Kapitel weitergehen. Hauptmission, Big Bang, das würde ich auch mit in das nächste Kapitel nehmen. Weil soweit ich mich entsinne, müssten wir eigentlich noch im ersten sein. Lass das lieber bleiben. Der soll ich hier runterfallen und mir die Knochen brechen oder was? Vielen Dank dafür, blöde Kuh. So, hast du mal ein Bettchen hier irgendwo für mich? Also, es ist ja schön, dass ihr hier nicht an Technologie glaubt. Aber ein paar Lampen, das wäre doch ganz schön. Oh, dieses Waldvolk. Und dem haben wir uns angeschlossen. Wie bescheuert bin ich eigentlich? So. Okay. Dann gehen wir hier unten jetzt noch zu dem Zaubermeister. Und lernen hier noch für die 1000 Kröten hier die Magie. So. Damit wir uns hier angemessen verteidigen können. Und ich würde mal sagen, das Spiel geht ja noch eine ganze Weile. Also, ob wir das dann gleich auf die 5 hochpowern, das glaube ich nicht. So, da würde ich dann wirklich erstmal für die nächsten Stufen dann andere Sachen lernen, was wichtiger ist, auch mit Rüstung vor allen Dingen. Oh, bring mir was Bring mir bei. etwas bei. Ja. Gut. Magie. Ja, komm hier. Ja, Magie gelernt. Berserker plus 1. So. Habe ich jetzt da. Warte, warte, warte. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Da fehlt noch was. So, pures Mana. Was mache ich mit purem Mana? Ich weiß es nicht. Zeig mir deine Zeig Ware. mir deine Ware. Sicher. Ja, quatsch nicht drum rum. Mächtiger Mana-Trank. Der hat nur Mana-Tränke. Da kotzt mir an, der Kerl. 7000. Warte mal, Moment mal. Wir haben gerade 1000 Kröten ausgegeben hier. Heißt das, wir hatten über 8000 Kröten? Wo haben wir die denn her? Warte mal. Ich schalte mich mal kurz hier weg. Ihr werdet es zwar hören, aber ihr werdet nicht sehen, wie ich hier. Ich muss mal kurz. So, da ist er wieder. Die rohe Form des Mana kann zur Herstellung von Mana-Tränken verwendet werden. Ja, so, dauerhafter Heiltrank. Damit kann man einen Trank herstellen, der dauerhaft die Lebensenergie erhöht. 950 Mark, nee. Dazu brauche ich Großstäckel, ich gehe kaputt. Anleitung, dauerhafter Mana-Trank. Also, wäre natürlich auch schön. So, Großstäckel, ich habe keinen Großstäckel. So. Wir haben ja wirklich Kronstöckel drin. Ich werde nicht mehr. So. Er hat aber keine Heiltränke für mich. Das kotzt mir gerade an. So. Nee, ich wollte doch gucken, ob ich dir was verkaufen kann. Wo bist denn du jetzt hin? Zeig mir deine Ware. Aber dass wir noch 3000 Kröten für die Rüstung zusammen. Obwohl ich, wie gesagt, ich würde die Rüstung ja gerne überspringen, weil dann renne ich wieder los. So. Warte, was bringt mir eigentlich Flammenwerfer Typ B? 155. Wo habe ich diesen ganzen Quatsch eigentlich her? Zahnaxt, Keule. Warte mal. Ich hatte die Keule gekauft. Ich wollte Stärke lernen. Wie blöde bin ich eigentlich? Ich wollte Stärke lernen, damit ich die Keule benutzen kann. Ach, verdammt nochmal. Alles macht man verkehrt. So, nee, okay, hier lang. So, Fledermütze, Werkerhelm, 50. Jetzt gucke ich wieder alles durch, um festzustellen, dass es doch nicht reicht. Amulett des Wissenschaftlers erhöht Handwerkswert und Bücher geben Erfahrung. Brauche ich das? 300 Mark krieg ich dafür. Ringen. Guck mal, warte mal. Wir zählen jetzt mal durch. Die ganzen Ringe kosten, bringen alle 300.
Das sind 900. 1200, 1100 hätten wir hier insgesamt. Mit den Ringen. Hier, das hier auch. 400. Da hätten wir 1000. Naja, gut. Also, das Problem ist. Ja, das ist ja alles ganz gut und schön. Na gut, die Setzerrüstung, wenn wir die verkaufen, die würden wir ja dann verkaufen. Also, 1000 haben wir den Puffer hier mit der Setzerrüstung. So, die kriegt keiner. Den Werkerhelm. Fledermütze. Das könnten wir noch verkaufen. Oh, jetzt ist es weg. Jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Oh. So, wir kommen also, wenn wir jetzt die Amulette verkaufen, da kommen wir gerade so, wenn wir dann die Setzerrüstung verkaufen, wir kommen gerade so auf die 10.000 Kröten tatsächlich hier. So, was haben wir hier noch? Oh, Schnaps. Wir können Schnaps verkaufen. So, hier, komm. Brause, Energieriegel. Was? Gebratenes Fleisch. Wann essen wir jemals gebratenes Fleisch? 4 mal 8 sind 1600, sind 320 sind das. So. Wein. Wasserflasche. Setzerbrot 2, das sind 100, das sind 98. Mächtiger Heiltrank. Heiltrank 1. Kleiner Heiltrank. Wir bräuchten wirklich ein paar Heiltränke. Ne, das ist Elixtrank. Kleiner Heiltrank. Großer Heil, großes Heilkraut. Wer verkauft dir die Rüstung? Wir müssen dann, ich gehe gleich nochmal, ich will aber nicht die ganze Zeit jetzt hier im Händlermenü hier verbringen, die ganze Folge. Was haben wir? Antitoxin. Bewirkt eine Zeit lang eine höhere Resistenz gegen Gift. Das behalten wir lieber mal. Wachmacher. Bewirkt eine Zeit lang schnellere Reflexe. Hätten sie das lieber rausgenommen und dem gleich schnellere Reflexe gegeben. So. Hornplatte. Zähne. Hier, komm, den Scheiß kannst du kriegen. Was du damit willst, ist mir scheißegal. Elektroschrott kann hier nehmen. Ja, wir würden tatsächlich irgendwo auf das Gold kommen. Also, das ist nicht 10. Das sind 210 Mark hier, was wir kriegen würden. Eisenerz. Genau das. Nee, die Hälfte. Magnesiumfackel. Unseren Hammer kriegst du nicht. Ich meine, gut, bis Stufe 25, da brauchen wir doch schon ein bisschen Zeit. Also eine gute Rüstung. Ich meine, wir könnten das tatsächlich machen. Guck mal, hier haben wir wieder 20. Ja. Können wir den ganzen Krempel hier eigentlich verkaufen, wenn wir das Ding gehört haben? Und gelesen haben und alles. Die ganzen Anleitungen hier. So, Splittergranate, Sprenggranate, die ganzen Raketen hier. So, Bolzen. Ich habe keine Armbrust, das wären 123 Mark, wenn wir die verkaufen würden. Brennstoff genauso. Energiezelle. Ja, nee. So, okay. Wir gehen mal fix hinter. Und dann machen wir hier die Quest weiter. Wir gehen mal fix hinter, gucken bei dem Schmied hier. Wie viel besser jetzt die Rüstung ist, dass die besser ist, ist ja keine Frage, aber wie viel besser? Wo war der jetzt? Warte, der war hier oben mit. Hoppa! Wollen wir hier auch einen Teleporter? Ah, den hatten wir schon angeschalten, oder? Ja. Welche Vorteile? Ja. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. So. Hornschwert. 4000. Das sind Preise jenseits von Gut und Böse. So, wir wollen. Nein, wir wollen hier Rüstung, wollen wir gucken. So, Werkerhelm. Kriegerrüstung. Hier. Macht. 5 plus. Paradestärke. Rüstung plus 4. Warte mal, was haben wir jetzt? Das kann es doch nicht sein. Setzerrüstung macht 50 und 16. Also dafür, dass wir 10.000 Kröten hier ausgeben sollen, dafür ist die Steigerung relativ schwach. Ja. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Dafür brauchen wir auch nochmal 5 Konstitutionen. Haben wir sowieso nicht. So, wir würden erstmal. Nee, wie gesagt, wenn wir sie noch nicht tragen können. Diese Rüstung tragen Krieger der Berserker. Ja, wenn sie reich genug sind. So. Mal gucken, ob der mir für meine Rüstung hier. Nee. Dass der mir vielleicht mehr gibt als
So, wir speichern das ganze Ding mal. So, nee, hier, Karte. Lass das lieber bleiben. Ja, halt doch deine Schnauze. Ach, die sind hier alle ganz gut verteilt hier. Guck mal. Sollten wir jetzt eigentlich ganz gut schaffen, so, so in Alp. Gefährliche Gegend. Ach was. Ah! Ja. Mach! Ei! So? Aber hätten wir auch. Oh, danke, ja, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Ja. Jetzt müssten wir wieder einen Tag pennen hier, na klar. Warte mal. Wir haben doch hier gebratenes Fleisch. Was rennt da hinten für einer rum? So, wir müssen ja schnell essen. So, gebratenes Fleisch. Geht das vielleicht mal ein bisschen schneller? Warte mal, wir legen das uns mal auf eine Taste hier. Das ist eine gut erhaltene Konservendose. Plus 7, plus 12. Nö, gebratenes Fleisch. Das legen wir uns mal hier. Machen wir auf die 8. So, dann wissen wir hier. Wir dringen merkwürdige Geräusche hier vor, das gefällt mir nicht. So, okay. Wo gehen wir lang? Wir gehen da oben lang. Warte mal, wo ist der Kerl? Nee, Karte. Hier. Hier, wir wollen erstmal zu dem hier. Mein Marker. Hier, das ist der nächste. Wir sind voll geheilt. Wir müssen jetzt heute alles Englisch quatschen, hier. So. Ach du heilige Scheiße. Ach, das war hier diese Ranzbande, die mich angreifen wollte, oder? Oh Scheiße. Die habe ich jetzt mal gar keinen Bock. Aber dort versteckt sich der Alp mit. Oh weia. Ich hab's gewusst. Irgendwann. Ich hab's gewusst. So. Geh mal hier hoch. Wir müssen versuchen, das Feld von hier oben aufzurollen. So. Das ist doch die Bande, die uns hier ans Leder wollte, oder? Verbande. Ups! Ui, das stimmt ja. Na, was denn jetzt? Zieh noch! Was? Ach so! Ich wollte gerade fragen, der zielt nicht. Also wie viel brauche ich jetzt eigentlich? Jo! Kaya macht das. Und ich wollte das gebratene Fleisch schon verkaufen. Jo. Ja. Was waren jetzt? 3. Was waren jetzt wie viel? Warte mal, hä? Was ist denn der? Ist der jetzt abgehauen? Ach, das war einer von denen. Wer war das denn überhaupt? Verbannter? Verbannter? Verbannte. Nee, der ist ja noch. Keine Spur von den Alps. Warte mal. Speichern.
So. Jagdbogen. Ja, können wir wieder verkaufen hier. Klebeband. Felsasel hier. Was ist denn hier los? Alter, hier sieht's aus. Ja. Nein! Mann! Da wirst du mal aufstehen! Alter, dass das immer so lange dauert hier bei ihr. So, mach mal Platz hier, Kaya. Kleiner Heiltrank, ja, her damit. So. Nee, gutes Messer. Klebeband. Schlafsack. Komisch. Na, irgendwo hoch? Ja. Antitoxin. Antitoxin. Kleiner Heiltrank. Elixit. Klebeband. Magnesiumfackel. Haben wir irgendwo Wein? So, was haben wir hier noch? Klebeband. Hammer. Das ist der Hammer. Der Hammer ist schlechthin. Bug. Klebeband. Jo, was haben wir noch? Guter Teller. Noch ein guter Teller. Gutes Messer. Krug. Gutes Messer. Krug. So, ja, nimm mit. So, Krug. Da räume ich erstmal den Geschirrschrank hier aus. Die stellen wir dann hier im Lager der Mitte auf. Damit wir auch mal Gäste einladen können. So, Bürostuhl. Nein. Ist doch mal ein hässlicher Bürostuhl. Meiner viel schöner. So, ja, jetzt sind wir eigentlich fast wieder unten. Was? Hier war doch noch was. Besen. Ah ja, ich habe Besen für dich mitgenommen. So, ist gemein, oder? Nö. Ja, wo ist der Rest der Bande? Hier ist keiner mehr. Was ist da oben? Da glüht mich doch schon irgendwie da irgendwas an. Hä? Monster oder hier Männlein? Hä? Willst du mich verklapsen? Hier unten? Komisch. Was war hier? Und hier noch welche? Jo. Jetzt bist du dran. Wollt ihr mir hauen kommen? Du hast gesehen, da wollte mir hier eine kleben kommen, oder die alte. Kaya, die wollte mich anfassen. Da wärst du doch bestimmt eifersüchtig geworden, oder? So, komm mal her. So, Verbrannte. Aus einem Verbannten wird ein Verbrannter. Jo, Klebeband. Ja, Mana. Pures Mana erhalten. So. Wir schaffen hier wirklich bis einen von denen. Da steht aber noch welche rum, sehe ich gerade. Die machen wir eigentlich ganz gut weg hier mit einem Schuss, oder? Die müssen dann bloß noch ausbrennen. Nö, warte, warte, hier sind doch noch welche. Hä? Ja, aber wo sind denn die immer hin? Erst werden. Erst werden die angezeigt und dann nicht mehr. Oder etwa hier unten drunter.
Könnte auch sein, dass wir hier runter müssen. So. Machen wir den hier. So, ich mach mal kurz einen großen Speicherplatz hier. Ja, ich habe wieder vergessen hier. Ich denke da nie dran. Ja, das ist furchtbar. So. Hm. 43 hier, den hier. Verbannte. Ne, das brauche ich dann hier wegen meiner Bildermacherei. Da brauche ich dann nicht immer hinlaufen und so weiter. Das dauert dann zu lange. So. Ja, komm, mach weg. So. Ich würde sagen, hier unten drunter, oder? Gehen wir gleich mal runter. So. Aber erstmal verleiben wir uns ein bisschen Fleisch ein. Okay. Dann machen wir mal den hier. Guck mal. Was war hier was? So. Dann gehen wir mal. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, hier sind noch irgendwelche Männlein oder so, die mich angreifen wollen. So, aber Lagerfeuer ist hier. Guck mal, Lagerfeuer. Und ein Rucksack. Wasserflasche, Goldbrocken. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Na, lass doch mal den Scheiß, Mann. Öllampe, A-Lampe wollte ich jetzt gerade sagen. So, wo geht's hier hin? Ach, der hängt bloß dort. So. Das sieht doch eigentlich aus wie so ein Fleckchen hier für dich, Kaya. Oder hier mit deinem Mana und so weiter. Elixitader, guck mal. 20 Elixit erhalten. Okay, alles klar. Wie viel haben wir? Wird das hier gleich, ja. Aber wie gesagt, die Rüstung, die kriegen wir zusammen. Doch, tatsächlich. Jo. Teleporter! Ach, den hatten wir schon freigeschalten. Hier sind wir ja reingekommen. Mann! Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Alter, habe ich jetzt dreimal daneben geschossen, obwohl er drauf war? Ey! Kaya, hast du den gemacht? Blöde Frage. Was ist mit den Begleitern? Die kommen dann alle mit zurückgerannt. Also haben wir irgendwo ein Bettchen? Wir hatten doch gerade hier überall Schlafsäcke. So, wir gehen nochmal hier runter. So, dann würden wir gleich mal. Ja, jetzt haben wir die ganze Folge hier verplempert. Jo. Hä? Auf einmal! Hab ich ja vergessen, Mana zu saufen. Lauf, Kollege, lauf doch mal hier. Das ist furchtbar mit dem. Wo kommst du jetzt her? Wieso steckst denn du schon wieder die Waffe weg? Alter, wo bin ich hier gelandet? Wir können
Ja. Ich war angegriffen von Gegenständen. Nein! Vorsicht! Nein, Mann, was machst denn du? Alter. Also entweder da bewegt sich zu viel oder gar nicht. Ja. Ich muss mich aber auch auf Gedeih und Verdacht mit dem anlegen. Lauf doch, Mann! Wo steckst du die Waffe weg? Wo ist denn der Kerl jetzt? Ja, was soll denn das? Na klar. Haben wir drei andere Viecher mit dabei. Kaya, bleib doch mal unten und mach das. Also ehrlich. Wozu habe ich die Begleiter mit, wenn die bei jedem Mist dann mit abgehauen kommen? Du sollst ja auch Fleisch fressen, Mann. Heil doch mal schneller den Scheiß. Wieso? Alter. Wo ist der Große jetzt hin? Nein! Alter, habe ich nicht gesagt, du sollst Fleisch fressen? Neue Stufe! Hervorragend. Da können wir auf Stärke lernen. Alter, das. Alter, das ist dieser Mist, dass der Mist, dass das nicht sofort heilt. So, ich würde mal hier jetzt einen kleinen Cliffhanger machen. So, wir sind ja schon über die Zeit drüber. So, damit würde ich mich erstmal für. Danken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mal einen Daumen nach oben. Dankeschön. Und ein Abo natürlich, wäre wunderbar. So. Dankeschön. Und ciao.